Hallihallo, lieber Fischegeborene. Ich möchte mit Hilfe der Karten in deinen Februar schauen. Ich werde diesen Monat den Spruch der Zigeuner für dich auslegen. Die Zeit ist fließend, das sind kollektive Legungen, können natürlich nicht auf jeden zutreffen. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du mich da als Energieausgleich ein bisschen unterstützt. Das kostet ja nichts. So, der Spruch der Zigeuner für den Fischer. Das heißt, du, das ist das Hier und Jetzt, was sich deckt. Das ist, wie du im Außen auf andere wirkst. Was dich schreckt, das ist das Bewusstsein, das Unterbewusstsein. Was dir vielleicht auch nicht ganz klar ist, was dir verborgen ist. Das heißt, die Seele, die Psyche. Was dich treibt, das sind die Handlungen und die Aktionen, das Vorwärtsgehen. Was dir bleibt, das ist das Ergehen, wie es dir dabei ergeht und der Erfolg, die Zukunft und was dich zu Boden zwingt. Für den Fischer, der Spruch der Zigeuner. Du! Oh, wow. Dann kann gleich so ein Querstart hier. Für den Fischer, der Spruch der Zigeuner. Du! Was sich deckt. Was dich schreckt. Was dich treibt, lieber Fischer, im Februar. Was dir bleibt. Die Zukunft. Da reden wir von der nahen Zukunft, also von Februar, 4 bis 6 Monate, Wochen. Und hoch. Ich war noch nicht so weit. Und was dich zu Boden zwingt. Okay. Ein paar Klärungskarten. Wem das Mischen zu lange dauert, der darf natürlich vorspulen. Für den Fischer, du. Was dich deckt. Für den Fischer, bitte. Da nichts, was dich schreckt. Für den Fischer im Februar, bitte. Was dich treibt. Was dir bleibt. Der Fußboden. Kleinen Moment bitte. Keine Legung über den Boden. Was dir die Zukunft bringt, lieber Fischer. Und was dich zu Boden zwingt. Und nochmal nach unten. Ah, was soll das dann immer? Immer sportlich sein, ne? So, dann haben wir noch mal eine Erklärungskarte dazu. Für den Fischel. Du, also das hier und jetzt. Nee, das sind mir zu viele. Für den Fischel bitte, das ist du. Dankeschön. Und dann nehmen wir noch mal aus diesem Lernemon-Deck ein paar Klärungskarten für den Fischel im Februar. Du. Was sich deckt, das heißt, wie du im Außen wirkst. Aha, da hätte ich gerne noch eine Klärungskarte zu. Ne, brauche ich gar nicht. Kriege ich auch nicht. Was dich schreckt. Was dich treibt. Handlung und Aktionen. Was dir bleibt. Die Zukunft. Was bringt dir die Zukunft, lieber Fisch, im Februar? Na, die wollte sich umdrehen.
Und was dich zu Boden zwingt, lieber Fisch. Oha. Unterm Kartendeck habe ich dich selber. Okay, dann gucken wir mal. Du, das hier und jetzt, lieber Fisch. Was habe ich denn? Jetzt wird es rund. Mit der 12. Die Quersumme ist 3. 12 Tage, 12 Wochen. Das heißt, eine Entscheidung soll getroffen werden innerhalb der nächsten 3 Monate. Da kommt was in dein Leben. Ein Seelenmensch. Das haftende Feuer und die Schwierigkeiten. Ich habe hier ganz oft die 3 liegen. 3, 3, 3, 3. Das darfst du gerne googeln, lieber Fisch. Diese Engelszahl, da möchte man dir was mit sagen. Ja. So wie ich das sehe, also wenn du dich in einer Verbindung befindest, na? Und diese Verbindung ist nicht ganz so einfach, schwierig. Na? Wird innerhalb der nächsten 3 Monate da wirklich eine Entscheidung getroffen? Na? Das ist so, man, wie soll ich dir das sagen? Das haftende Feuer ist so, da brennt die Leidenschaft, aber das ist blockiert. Es kann sein, dass dein Gegenüber das blockiert und nicht möchte. Aber innerhalb der nächsten 3 Monate wird auf jeden Fall definitiv in dieser Entscheidung, also in dieser Verbindung etwas entschieden, was eine Partnerschaft angeht. Was sich deckt, also wie du im Außen wirkst. Also hier habe ich auch wieder die 3. Suche den Austausch mit dem Zwilling. Also hier habe ich auch wieder den Hinweis, 3 Wochen, 3 Monate. Mit der 22, die 4, also das Fundament. Entschuldigung, da wird also auf jeden Fall eine Entscheidung innerhalb der nächsten 3 Monate getroffen, lieber Fisch, was Stabilität und ein Fundament angeht. Hier habe ich auch Wünsche mit dem Mond, Träume, Illusionen. Ein Hin und Her überlegen, wie man sich entscheiden soll. Also da wird auf jeden Fall was entschieden. Was dich schreckt, lieber Fisch, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, was dir nicht klar ist. Da haben wir Gefühle. Wieder das Fundament, feste Gefühle, die nicht weggehen. Da hält man dran fest. Vertrauen, Selbstbewusstsein und die Co-Abhängigkeit. Da hängt man irgendwie fest. Gefühlsmäßig. Na? Da, das geht, wie gesagt, nicht weg. Das ist ganz fest. Das ist wie festgefahren. Blockiert. Na, aber hier ist auch der Hinweis. Na? Dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl, Fisch. Na, eigentlich weißt du es schon, ja. Nur du willst das auch nicht hinsehen. Das ist ja das Unterbewusstsein, was dich treibt, also die Handlung und die Aktion. Da haben wir ja mit der Waage Balance, Ausgleich. Das heißt auch sowas hier, diese festgefahrene Situation da oben. Na, das schafft dir einen Ausgleich. Na, schau auch mal woanders. Hier habe ich eine Aufregung mit vielen Leuten, den einen Partner suchen. Das mit der 7 ist ja auch dieses Weiterziehen. Na? Das ist der Hinweis. Also
die Partnerschaft, die da oben nicht so ganz erfüllt ist, wo man Gefühle hat. Na, also schau dich ruhig um. Du hast mehrere andere Optionen. Das ist, lern Leute kennen. Aufregende Zeit, also sich neu verlieben, innerhalb der nächsten 3 Monate vielleicht auch. Wie gesagt, die Energien können auch vertauscht sein. Was dir bleibt, ja, da haben wir den Skorpion, heil deine Wunden, das ist Herzschmerz. Da haben wir die Täuschung und den Turm, die Trennung. Also es heißt, trenn dich von Dingen, die dir nicht gut tun, Fisch. Hör auf dein Bauchgefühl. Im Grunde genommen weißt du das alles schon. Sei offen und frei. Du hast andere Optionen. Ne? Das ist so mit einem bitteren Beigeschmack. Das hängt dir auch noch eine ganze Weile nach. Dann. Was bringt dir denn die Zukunft? Da haben wir das Vorangehen mit der Eins und dem Widder. Eine unerwiderte Liebe und der Vertrag, die Partnerschaft. Das heißt, hier oben, diesen Menschen, den du so wahnsinnig gerne hast, wo das so schwierig ist, wo das nicht weitergeht, da wirst du innerhalb von 3 Monaten eine Entscheidung treffen. Du wirst weitergehen. Du wirst dich woanders umschauen. Aber du kommst davon nicht los. Gefühlsmäßig. Auch wenn du woanders schaust. Irgendwie kommst du da nicht von los. Wir haben hier nämlich die unglückliche Beziehung, die Entscheidung, ein Hin und Her überlegen. Das ist eine Sache zwischen Kopf und Herz. Dein Kopf weiß das längst, dein Herz sagt dir was anderes. Na, da die Gefühle, die gehen auch nicht weg. Aber trotz allem, so innerhalb der nächsten 3 Monate hast du da die Nase voll. Du ziehst weiter, du schaust dich um, hier eine aufregende Zeit. Du guckst nach anderen, du wägst ab, hin und her. Na? Aber du kannst dich scheinbar nicht dafür öffnen. Das ist so dieser Selbstbetrug. Ich schaue zwar woanders, aber das tut weh da oben, ne? Und das, wie gesagt, das geht auch nicht so einfach weg. Ne? Das hält an, also das kratzt ja auch an dem Ego von irgendjemandem, entweder dir, von dir oder deinem Gegenüber. Dass diese Partnerschaft nicht erfolgreich wurde, was dich zu Boden zwingt, lieber Fisch. Ja. Werde kreativ und setze ein Zeichen am Dienstag. Ja. Da geht man nach vorne mit liebevollen Gesprächen und hier habe ich die Streitigkeiten, Lug, Betrug, Hinterlist. Falsche Worte, Zweifel wieder. Das heißt, da kann jemand nicht loslassen. Da kann jemand nicht aus seiner Haut, was Gefühle angeht. Ne? Das ist eine Kopf- und Herzgeschichte. Das kann für dich oder auch für dein Gegenüber sein. Na, da ist jemand irgendwie gefühlsmäßig in der Abhängigkeit. Das ist sehr, sehr schwierig und das ist auch schon toxisch. Man weiß das, man schaut dann auch woanders, aber diese Geschichte, die kann man auch im Februar nicht loslassen. Da ich dich auf der Unterseite des Kartendecks habe, gehe ich davon aus, dass du nicht loslassen kannst. Ja, wird schwierig im Februar, lieber Fisch.